Wir haben beide seit 2 Jahren jetzt auch in dieser Kommission mitgearbeitet, um Deutschland stillfreundlicher zu machen. Und am Anfang unserer Arbeit stand tatsächlich die Auseinandersetzung mit der Frage, wie stillfreundlich ist Deutschland denn schon zum jetzigen Zeitpunkt? Wie ist da die öffentliche Wahrnehmung? Und die ist natürlich auch sehr stark gespeist dadurch, wie das Stillen in den Medien vorkommt und verhandelt wird. Denn wir wissen, dass insbesondere viele sehr junge Menschen sich exzessiv in den sozialen Medien bewegen und was dort passiert und wie es dort passiert, hat einen großen Einfluss darauf, wie ihre eigene Wahrnehmung auch geprägt wird. Wir haben jetzt mal ein paar Beispiele herausgesucht, die exemplarisch zeigen sollen, was wir auch bei dieser Inhaltsanalyse herausgefunden haben. Stillen ist durchaus ein Thema, das vorkommt, sowohl in den Printmedien als auch in den Online-Medien und den sozialen Netzwerken, aber es kommt auf eine bestimmte Weise vor. Und diese ist nicht unbedingt immer dafür geeignet, ein stillfreundliches Klima zu schaffen. Und so wird Stillen in der öffentlichen Wahrnehmung geprägt durch Medieninhalte, die Stillen oft als Skandalthema statt als Selbstverständlichkeit inszenieren. Stillen wird immer dann im Fernsehen und in den Zeitungen erwähnt, wenn es irgendwo brennt, wenn irgendwo was passiert ist, über das man sich aufregen kann. Außerdem geht mit der Thematisierung des Stillens immer eine starke Sexualisierung einher. Es geht ganz stark darum, wie viel Nacktheit ist der Welt zuzumuten, dürfen Frauen ihre Brüste zeigen, gerne illustriert mit Bildern, die Frauen beim Stillen zeigen in einer Weise, wie man selten Frauen beim Stillen sieht, nämlich halbnackt. Ein weiteres sehr beliebtes Motiv ist die individuelle Frage, Stillen oder Flasche, als den ewigen Streit zwischen Müttern zu inszenieren, die berühmten Mommy Wars. Es wird so getan, als ginge es beim Stillen oder Nichtstillen vor allem darum, die bessere Mutter zu sein und als würden Frauen das wie in einem Catfight verhandeln. Das ist eine zutiefst diskriminierende, sexistische Darstellung von einem echten Konfliktfeld. Und insbesondere in den sozialen Medien beobachten wir, dass Stillen sehr stark eben auch ideologisch verhandelt wird. Manche Frauen tragen ihr Stillglück vor sich her, fast wie eine Religion, und suchen sich entsprechende Jünger. Und es gibt aber auch diejenigen, die mit ebenso großem Engagement einen Feldzug dagegen führen. Und diese Frauen sind nicht repräsentativ für die Mehrheit der stillenden Mütter, aber sie bekommen unglaublich viel Reichweite über die Dynamik sozialer Medien. Wenn wir über das Stillen reden wollen, wenn wir über das Stillen kommunizieren wollen, bewegen wir uns also heute in einem Spannungsfeld. Wir wollen nicht das Stillen noch weiter skandalisieren. Wir wollen nicht diese Sexualisierung vorantreiben. Wir wollen auch nicht die Medien anfüttern mit neuen Kapiteln des Themas der ewige Streit zwischen stillen und nicht stillenden Müttern, sondern wir wollen die Geschichten verändern, die wir da erzählen, und wir wollen das Stillen fördern, ohne zu skandalisieren und ohne auch zu bevormunden. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir dafür professionelle Kommunikation anwenden. Und das ist nicht unbedingt immer das, was wir aus dem Bauch heraus für die beste Kommunikation halten. Und niemand könnte darüber besser Auskunft geben als Matthias Hasterl, der jetzt ein bisschen was darüber erzählen wird, über die häufigsten Fehlannahmen in Sachen Kommunikation und wie wir es besser machen können. Danke dir. Das stimmt natürlich nicht. Hier sitzen viele Personen, die auch sehr ausgewiesen sind in der Kommunikation. Aber starten wir mal damit, vielleicht ein paar typische Fehlannahmen, die man immer klarstellen muss bei solchen Präsentationen. Das erste ist immer, jeder kann kommunizieren, weil jeder tut es ja auch. Das impliziert schon irgendwie, jeder sollte es vielleicht auch tun. Und oft damit einhergehend so die Idee, ja, es gibt da so einen magischen Trick, damit funktioniert alles. Und das ist ja nicht grundsätzlich falsch. Kommunikation ist unglaublich mächtig. Und wenn Sie, wie ich, Kommunikationswissenschaftler sehen, sind oder Kommunikationswissenschaftlerin, dann sehen Sie tatsächlich die meisten Probleme in der Gesellschaft als Kommunikationsprobleme. Dann erkennen Sie sofort, dass Großteil von dem, was Sie in Ihrem täglichen Beruf machen, über 80% oft im sozialen Bereich tatsächlich nur Kommunikation ist und so weiter. Also, dass im Prinzip schon
Ne? Aber was man dazu sofort sagen muss, ist, Kommunikation ist ein sehr ausdifferenziertes, professionelles Feld. Werden Sie vielleicht in Ihrer eigenen Einrichtung mehrere Personen haben, die unterschiedliche Bereiche davon abdecken. Ne? Wir haben sozusagen den Journalismus auf der einen Seite, Öffentlichkeitsarbeit, PR, Marketing, Mitarbeiter, also Human Resource Management und so weiter. Und es gibt den einfachen Trick vielleicht, aber muss ich immer klar machen, es gibt ganz verschiedene Ziele, die man haben kann. Es gibt ganz verschiedene Zielgruppen, dazu gleich mehr. Es gibt verschiedene Arten, wie man kommunizieren kann, verschiedene Kanäle, die man benutzen kann. Wenn man das spezifiziert hat, dann ist man einen Schritt weiter. Und der letzte Punkt, und daran erkennen Sie ganz leicht Laien versus Experten, wenn Sie irgendwie so hören, ja, wird schon nichts schief gehen. Denn Sie, als jemand, der in dem Bereich arbeitet, wissen Sie, dass da sofort ganz viel schief gehen kann. Das ist auch schon öfter hier aufgetaucht. Und ich glaube, wenn Sie online die Diskurse verfolgen, merken Sie vielleicht auch hier und da Hinweise drauf. Das eine ist, in dem Bereich, das ist, glaube ich, schon deutlich geworden, kann man ganz leicht noch mehr stigmatisieren. Versehentlich oder weil man das für eine gute Strategie hält. Das zweite ist, es wird oft unterschätzt, wie viele Abwehrreaktionen Menschen haben, wenn die von etwas nichts hören wollen, wenn die nicht davon sich berühren lassen möchten. Sie kennen vielleicht Stichworte wie Reaktanz und Bumerang-Effekt, aber es gibt auch Gegenargumentieren, das können Sie gerade erleben, glaube ich, auf Twitter und woanders. Rationalisierung des Verhaltens, Vermeidung von Botschaften, die ganz anders interpretieren und so weiter. Das passiert alles und das will man natürlich nicht haben. Das heißt, diesen roten Bereich müssen wir ein bisschen im Auge haben. Zweitens, wenn wir da erfolgreich sein wollen, dann stellen wir uns mal jetzt mal, könnte man verschiedene Sachen sich denken, aber stellen wir uns mal eine Mutter vor, die halt vor der Entscheidung steht, stille ich jetzt oder nicht. Die wird natürlich beeinflusst von der Familie. Und da steht Familie, aber Familie ist alles Mögliche. Das kann der Partner, die Partnerin genauso sein wie die Urgroßeltern oder die Tanten. Also Familie suggeriert da irgendwie eine Homogenität, die ist nicht da. Auf der anderen Seite den weitesten Freundeskreis und Bekanntenkreis, in dem man sich so bewegt, Nachbarn, Kollegen und so weiter. Und natürlich, heute schon oft angesprochen, ich sag mal Gesundheitsbereiche und assoziierte Bereiche. Und die wiederum sind in starkem Maße natürlich ausgesetzt anderen Umfeldeinflüssen. Politische Entscheidungen, Aktionen von Politikerinnen, Politikern, Interessenverbände, Industrie, Dienstleistungen ist klar. Und das oft noch Medieneinflüsse, hatten wir ja gerade noch mal erwähnt, als solche, plus sozusagen die dann in Form von Werbung das weitergeben, die Vorbilder, Rollenbilder, vorhin schon angesprochen, vermitteln, die soziale Normen repräsentieren, die zeigen, was passiert, wenn man dagegen verstößt und die einfach eine öffentliche Meinung zeigen und die einem sagen, was normal ist und was nicht normal ist und dafür sorgen, dass sie sich trauen, ihre Position zu zeigen oder halt nicht. Wenn wir also darüber sprechen wollen, sollten wir immer als Minimalvariante spezifizieren, wen haben wir gerade als Zielgruppe. Und Minimalvariante wäre, ist die Person relativ offen gegenüber dem Stillen, ist die noch neutral oder ist das schon jemand, der dagegen ist zum Beispiel. Zweiter Schritt, wir sollten immer sagen, was für ein Ziel haben wir eigentlich? Wollen wir erstmal Aufmerksamkeit schaffen, sensibilisieren für ein Thema? Wollen wir Einstellungen ändern? Wollen wir eine Haltung bewirken? Wollen wir Wissen vermitteln? Als Hochschulprofessor kann ich Ihnen sagen, das ist eine Kunst, das ist alles andere als einfach. Wollen Sie Motivation setzen zu verhalten und so weiter? Wollen Sie andere motivieren, was zu tun? Und dann natürlich auf der Ebene der Strategie, was kommunizieren Sie? Wie emotional, wie sachlich? Über welche Kanäle? Wie bebildert wegen mir? Welche Farben und so weiter? In welches Umfeld? Von wem? Zu welchem Tageszeitpunkt und so weiter? Soll heißen, es ist wichtig, dass man sich das vorher ganz genau überlegt, aus verschiedenen Gründen. Und so erklären sich vielleicht auch die Empfehlungen, zu denen wir gekommen sind. Die erste, nämlich die Differenzierung zwischen generellen bevölkerungsübergreifenden Strategien, die wir brauchen, die müssen alle mehr oder weniger halt, also für eine generelle, allgemeine, stillfreundliche Atmosphäre sollen die sorgen. Aber dann müssen wir halt mal angucken, welche Zielgruppen haben wir denn? Woran liegt denn das? Wer muss denn motiviert werden? Wer muss aufgeklärt werden? Oder was auch immer man an Zielen haben mag. Und das können alle diese sein oder auch weitere. Und nur wenn man das auf eine gute Art und Weise halt macht, kann man damit natürlich wirklich viel bewegen. Na? Aber man muss halt, man muss wissen, was man da tut und man braucht dafür halt Experten. Davon sind wir überzeugt. Und um das nochmal zu verdeutlichen, ganz kurz, Zielgruppen und ihre tatsächlichen Motive und Werte kennen. Wenn jemand etwas nicht tut, dann gibt es dafür Gründe. Und ich sagte, oder wir sagten ja von wegen versehentliche Stigmatisierung. Wenn wir hier sagen, Frauen mit niedrigem Bildungsniveau, dass die wegen mir besonders wenig stillen und so etwas, ja, das sind natürlich ganz verschiedene dort. Und wenn man versucht rauszubekommen, was da so für Gründe sind, wir haben halt viele schon gehört, die sind verschieden.
Und wenn die Gründe verschieden sind, kann es auch sinnvoll sein, natürlich sich genau zu überlegen, ne, was liegt hier ganz konkret vor, wie kann man das angehen. Zum Beispiel, wenn man nicht stillt, weil man sich unsicher fühlt, wenn man nicht stillt, weil man glaubt, dass man das nicht hinbekommt, wenn man nicht stillt, weil man denkt, dass man glaubt, der Partner mag das vielleicht nicht, der Kampf um die Brust oder so etwas in der Art, wenn man sich nicht in seiner Freiheit einschränken lassen möchte, nicht sich abhängig machen möchte vom Kind, wenn man sich nicht auf seine biologische Funktion reduzieren möchte als Frau und so weiter und so fort. Der Punkt ist, es mag viele Sachen geben, viele Barrieren, die jeweils da sind, auch viele Mythen, einige finden Sie da vielleicht auch gerade, aber die müsste man kennen. Davor braucht man nicht über eine Strategie reden, sondern man muss ja genau wissen, wen haben wir da gerade, was liegt hier gerade vor. Ist es ein Mythos oder ist es halt ein valider Grund? Und angenommen, Sie wissen das. Wenn wir überlegen würden, was wären so generelle allgemeine Strategien, was wir sofort empfehlen würden und was vermutlich und vielleicht die Expertengruppe dann vielleicht auch mal empfehlen wird. Man wird sehen. Auf allgemeinster Ebene natürlich Agenda Setting. Die Analyse zeigt ganz deutlich, Stillen ist irgendwie kein Thema und wenn dann ein komisches, ne? Warum nicht Stillen als ein wichtiges, bedeutsames Thema setzen? Aus welcher Perspektive auch immer. Dann Stichwort Normalisierung. Warum nicht einfach die Darstellung von Stillen als ein absolutes, normales, gewöhnliches, alltägliches, wenn das sinnvoll ist, auch natürliches und gesundheitsförderliches Verhalten? Dass man da gar nicht mehr nachfragt, dass das der Standard ist, dass das sozusagen die Norm ist. Dann natürlich heutzutage sehr empfehlenswert Humor. Sie haben vorhin, vielleicht erinnern Sie sich an die Plakatmotive, wenn man darüber lachen kann, ist immer gut, das baut Abwehr auf und worüber man lachen kann, das wird geteilt in sozialen Medien und Sie brauchen Aufmerksamkeit. Ne? Dann natürlich ganz wichtig Advocacy. Vielleicht erinnern Sie sich an die Zahl, die wir da präsentiert haben vorhin. Eine Person aus, glaube ich, aus dem Bereich oder wie auch immer, es war eine sehr geringe Zahl von Personen, die wir identifiziert haben als sichtbar. Setzen Sie sich ein für das Stillen öffentlich auch. Da geht natürlich wesentlich mehr. Man sollte die Macht von Geschichten nutzen, das machen die anderen auch alle. Und ganz wichtig, und das ist komplex, dass man natürlich auch versucht, die Stigmatisierung, die damit einhergeht, abzubauen. Da gibt es verschiedene Strategien, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber das sind so Elemente, die wir sofort empfehlen würden, dass man darauf aufbaut und dann weitermacht. Dann die Frage zielgruppengerecht. Wir machen das jetzt nur an einer Stelle. Wir nehmen jetzt mal die Mütter. Aber wenn Sie sagen, ja, wieso nicht die Väter oder warum nicht die Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber, wäre genauso berechtigt. Was man machen sollte in unseren Augen, wäre sofort einmal Aufklärung über die Vorteile des Stillens. Vielleicht auch eine klare Empfehlung, dass man gar nicht überlegt, dass man sofort weiß, die Empfehlung ist das, dass sie entsprechend klar und einfach auch ist. Könnte ein anderes Problem sein. Dass man die Rechte kennt tatsächlich, weil ohne Kenntnis kann man die schlecht einfordern. Ganz wichtig, Kompetenzen vermitteln, Fähigkeiten vermitteln. Man wird nur stillen, überhaupt, wenn man glaubt, man bekommt das hin. Und man wird es nur in der Öffentlichkeit tun, wenn man glaubt, man hält das aus an der Stelle. Und damit einhergehend natürlich eine schlaue Strategie, würde auch so eine Inoculation-Strategie, heißt das, beinhalten. Wenn man damit rechnen muss, dass einem jemand dumm anguckt oder wegen mir dann irgendwie der stellvertretende Geschäftsführer einen bittet, doch auf dem Klo zu stillen, dass man vorbereitet ist, dass man weiß, was man da sagt. Wie man da reagiert. Dass man das nicht selbst sich spontan überlegen muss oder da vielleicht hinterher ist die richtige Antwort hat. Und andere Zielgruppen haben Sie bestimmt auch gute Ideen. Letzte Strategie, Umwelt anschauen. Sie möchten, dass Menschen mehr stillen. Ja, dann schaffen wir doch dafür Gelegenheiten. Da drüben gibt es einen Stillraum. Na? Und es gibt zig Möglichkeiten, die geschaffen wurden, aber es geht noch viel mehr. Wenn wir möchten, dass in der Öffentlichkeit gestillt wird, brauchen wir vielleicht einfach noch mehr Plätze, wo das funktioniert. So Konzepte finden Sie auch unter dem Begriff Nudging, wird einigen vielleicht was sagen und so weiter. Das sind so mögliche Strategien. Es gibt natürlich noch viel mehr, auf was man da aufbauen kann, wo man starten könnte. Und so als Take-Home-Message, wenn Sie uns fragen würden, worauf besonders achten und was garantiert nicht, machen wir das, was garantiert nicht. Wenn Sie erfolgreich sein wollen, keinesfalls Drohungen, kein erhobener Zeigefinger. Das bringt nichts. Sie bringen höchstens die Leute, die Ihnen noch wohlgesonnen sind, gegen sich auf an der Stelle. Auch wenn Sie das Gefühl haben, man müsse auf den Tisch hauen und so, bringt nichts. Angst, Furchtappelle oder Verlustframes, wie das auch heißt, sehr vorsichtig damit. Wenn Stillen gesund ist, ist nicht Stillen nicht automatisch krankmachend. Verstehen Sie? Es reicht, die Vorteile zu betonen. Es hilft nicht, auch wenn intuitiv oft glaubt man, dass es gut funktioniert, aber de facto sind negative Botschaften viel weniger effektiv, als man glaubt. Dritter Punkt, sobald man das Gefühl hat, man wird offensichtlich manipuliert, wird es nicht klappen. Niemand will gerne offensichtlich manipuliert werden. Na?
Vierter Punkt nochmal, auch keine versehentliche Stigmatisierung von Personen. Da muss man wirklich sehr vorsichtig sein. Das passiert so schnell aus Versehen. Man nennt nur eine Personengruppe und versteht gar nicht, warum die so dasteht, wie die dasteht. Und ganz im Ernst sozusagen, in dem Fall geht das oft um tatsächlich mit die Schwächsten der Gesellschaft, über die wir gerade sprechen. Und das mag dann nicht nur an dem Element liegen, das wir gerade nennen, das mag andere Gründe geben an der Stelle. Aber auch wenn man die Kampagnen macht und sowas, muss man genau überlegen, nicht, dass man sich lustig macht, es hilft halt einfach nicht. Deswegen mangelnder Respekt ist da garantiert keine Hilfe und wird sofort für Gegenproteste oder Gegenaktionen sorgen. Und auch Unverständnis für andere Positionen wird nicht helfen. Im Gegenteil, die Klassiker der Werbung, auch wenn einige immer gleich aufhören zuzuhören, wenn man das Wort Werbung erwähnt, oder aus der Kommunikation, machen Sie das attraktiv. Warum nicht attraktiv machen? Sie wollen, dass Leute stillen, machen Sie, kommunizieren Sie die Vorteile. Positive Emotionen verknüpfen. Haben Sie vorhin die Packung gesehen der Nahrungsergänzung mit dem süßen Plüschtier vorne drauf? Das ist so einfach, emotional, positiv was rüberzubringen. Kompetenzen stärken, vorhin schon mal genannt. Wenn jemand ein Verhalten zeigen soll, muss er das können und sich auch wohl damit fühlen. Ja, auch wenn es mal schwierig wird und so. Und Vorteile betonen, das ist ein bisschen Wiederholung, aber das ist wichtig an der Stelle. Fünftens, Entscheidungsfreiheit betonen. Auch wenn Sie sich selbst persönlich wünschen, das gäbe die nicht. Allein schon strategisch das zu betonen, ist sinnvoll. Aber natürlich auch mit der Haltung natürlich rangehen an die Stelle. Ne? Wird Ihnen helfen. Sechster Punkt, Sie brauchen Möglichkeiten. Sie müssen das Thema präsent haben. Ne? Wenn man die einzige Person weit und breit ist, dann wird das, glaube ich, nicht besonders gut klappen. Und siebter, letzter Punkt an der Stelle, Barrieren abbauen, alle Barrieren, die es gibt, genau gucken, was hält jemand denn wirklich davon ab? Versuchen, die Barriere abzubauen. So, das ist das, was die Wissenschaft dazu sagen würde, verschiedene Ansätze, verschiedene Studien und sowas. Die Frage ist natürlich, wie kompatibel ist denn das zum Beispiel zu dem System des Journalismus oder zu dem, was Mütter sich wünschen? Und da bist du wieder die perfekte Ansprechpartnerin. Tatsächlich ist es so, dass ich selbst seit über 10 Jahren viel über Familienleben schreibe, in verschiedenen Zeitungen, Zeitschriften, Büchern und auch explizit über das Thema Stillen sehr, sehr viel geschrieben habe und deswegen das Glück habe, auch ganz viele Leserrückmeldungen bekommen zu haben, die mir selber eine gewisse Lernkurve ermöglicht haben. Und die Rückmeldungen der Mütter, die ich erfahre zu medialen Texten oder Darstellungen des Stillens, die decken sich unglaublich mit den Theorien, die wir gerade aus der Kommunikationswissenschaft vorgestellt bekommen haben. Das heißt, stillende Mütter fühlen sich oft in den Medien und in der öffentlichen Wahrnehmung missrepräsentiert. Sie haben oft das Gefühl, das, was dort gezeigt und geschrieben wird, hat mit ihnen, ihrer Lebenswirklichkeit ganz wenig zu tun. Und was sich Mütter, und zwar stillende wie nicht stillende Mütter, durchaus wünschen würden, wäre, das bekomme ich ganz oft als Rückmeldung, Stillen als etwas Alltägliches und Natürliches zu zeigen, also diesen Fokus auf das Besondere und deswegen auch irgendwie Fremde zu vermeiden und stattdessen die Normalität zu betonen. Und was ebenfalls sehr wichtig ist, die Erwartung besteht ganz klar, dass Medien, aber auch Menschen, die über Stillen aufklären, ob in Geburtsvorbereitungskursen oder in der aufsuchenden Hilfe, Vorurteile entkräften und mit Ammenmärchen aufräumen. Also im Prinzip evidenzbasiert beraten. Und das ist etwas, was oft ohne böse Absicht zu kurz kommt. Fast alle von uns haben irgendeine eigene Stillgeschichte, sei es als Partner, sei es als selbst eine Frau, die gestillt hat oder auch nicht gestillt hat. Und diese eigene Geschichte tragen wir oft mit uns rum und sie prägt die Art und Weise, wie wir über das Stillen denken. Und oft geben wir unbewusst solche Informationen weiter. Die sind nicht unbedingt evidenzbasiert, aber sie sind gefühlte Wahrheiten. Und Frauen wünschen sich zu Recht, dass wir nicht zu ihnen kommen und ihnen unsere Geschichte überstülpen, sondern dass sie sich darauf verlassen können, dass das, was wir sagen, Hand und Fuß hat, dass es evidenzbasiert ist und dass wir ihnen auch Argumente an die Hand geben, mit denen sie sich wehren können, wenn sie wiederum mit Ammenmärchen konfrontiert werden. Es gibt so viele Frauen, die hören irgendwann von ihrer Kinderärztin oder ihrem Kinderarzt, ach, nach 3, 4 Monaten kommt da doch sowieso nur noch Wasser. Es ist wichtig, dass Frauen wissen, wo sie Informationen bekommen, mit denen sie kompetent auf solche Falschaussagen antworten können.
Eltern haben genug davon, dargestellt zu werden. Mütter haben genug davon, dargestellt zu werden als hochemotionale Kampfdrachen, die aneinander hochgehen. Sie wollen, ob sie stillen oder nicht, wahrgenommen werden als kompetente Frauen, die in der Lage sind, ihre eigenen informierten Entscheidungen zu treffen. Sie brauchen dafür gute Informationen, aber sie wollen mit überwältigender Mehrheit individuelle Wahlfreiheit. Sie wollen, dass das Ziel guter Stillberatung ist, dass Familien ihr individuelles Stillziel erreichen oder eben auch nicht Stillziel erreichen. Und sie haben es satt, benutzt zu werden, um so zu tun, als wären Menschen nach der Geburt nicht mehr zurechnungsfähig, sondern wären nur noch Emotionen und zwar im Kampfmodus. Das sind Frauen nicht, das sind sie auch nicht nach einer Geburt, sondern sie sind in der Lage, individuelle Wahlfreiheit zu nutzen. Und auch das können Medien repräsentieren und das können eben auch, kann Kommunikation über das Stillen betonen. Eltern wünschen sich oft eine bestimmte Selbstverständlichkeit Stillender in den Medien. Das heißt, das Stillen muss gar nicht immer explizit Thema sein. Ich arbeite selber viel für eine große Elternzeitschrift und wir haben tatsächlich gemerkt, dass es ganz oft passiert, wenn man nicht darüber nachdenkt, wie man bestimmte Geschichten bebildert, dass man fast automatisch Fläschchen und Schnuller zeigt und so gut wie nie eine stillende Mutter. Und das ist gar keine Absicht, sondern das ist das Ergebnis von Bilddatenbanken, wo man ein bestimmtes Stichwort eingibt und dann spuckt das Bilder aus und die Bilder sind meistens nicht mit Stillenden bestückt. Das heißt, man kann in bester Absicht einfach irgendwelche Bilder nehmen und pusht damit trotzdem eine Agenda, die das Stillen als das Unnormale, als die Abweichung von der Norm darstellt. Und wir können uns bewusst gegen solche Narrative stellen, indem wir sagen, auch wenn ich einen Artikel gerade bebildere oder eine Broschüre bebildere, in der es gar nicht explizit ums Stillen geht, sondern vielleicht einfach nur ich ein Mutter-Kind-Bild brauche, dann kann diese Mutter doch stillen, einfach weil es normal ist. Frauen werden in den Medien, unabhängig jetzt mal vom Stillen, sehr oft in zwei Kategorien eingeteilt. Es gibt immer die Heiligen und die Huren. Und beim Stillen setzt sich diese Polarisierung oft fort. Das Stillen wird entweder glorifiziert, die stillende Mutter ist der Inbegriff der Liebe und der Hingabe, die perfekte Frau, die sich aufopfert, oder es ist eben die skandalträchtige Frau, die nicht weiß, wie sie sich zu benehmen hat an einem öffentlichen Ort, die sich entblößt, die beschämt werden muss. Und aus diesen Extremen müssen wir uns lösen, und zwar alle. Wir müssen dahin kommen, zu sagen, Stillen ist das Normalste auf der Welt. Es macht eine Mutter nicht zu Heiligen, es macht eine Mutter aber auch nicht zu einer schlechten Mutter, wenn sie es nicht tut. Es ist einfach ein völlig normales Verhalten, aber gerade in dieser Normalität muss es gezeigt werden und präsent sein dürfen. All diese widersprüchlichen Aussagen zum Thema Stillen, die Sie ganz am Anfang gesehen haben, als ich diese ganzen Überschriften an die Wand geworfen habe, die zeigen, dass wir in Sachen Stillen und Stillkommunikation in Deutschland in einem gewissen Doppelbein stecken. Die Frauen haben oft das Gefühl, wie man macht, ist es verkehrt. Kritik und Stigma erfahren sie in jedem Fall. Sie werden dafür kritisiert, wenn sie stillen, und sie werden dafür kritisiert, wenn sie nicht stillen. Und sie schwächen sich damit oft gegenseitig, denn wenn eine Seite sagt, ich fühle mich diskriminiert, sagt die andere Seite, ich auch, damit ist deine Kritik nicht mehr valide. Anstatt, dass wir uns klar machen, dass dieses Double Bind allen schadet. Und dass unsere Kommunikation dieses Double Bind oft verstärkt, indem wir uns auf die Gegensätze fokussieren, anstatt dass wir versuchen, dieses Double Bind zu reduzieren und schlussendlich aufzulösen. All die Vorschläge, die wir in diesem kleinen Vortrag gemeinsam vorgebracht haben zu einer stillfreundlichen Kommunikation, haben letztlich das Ziel, genau diesem Double Bind entgegenzutreten und uns der Verantwortung bewusst zu sein, die jede und jeder von uns hat, wenn wir über Stillen sprechen, dieses Double Bind nicht unbewusst zu verstärken, sondern dazu beizutragen, durch eine achtsame Sprache und Kommunikation, dass wir zeigen und erfahrbar machen, dass sich das Stillen unterstützen lässt, ohne irgendetwas anderes dafür abzuwerten. Und dass wir Frauen weder glorifizieren noch skandalisieren müssen, um dem Stillen einen guten Nährboden in unserer Gesellschaft zu bereiten. Und da können Sie alle mitmachen.
ob sie in den Medien arbeiten oder Broschüren für ein Krankenhaus erstellen oder einfach mit Menschen über Stillen reden. Jeder Satz, der über Stillen fällt, macht einen Unterschied darin, wie stillfreundlich unsere Gesellschaft ist. Und wenn wir stillfreundlicher werden wollen, dann müssen wir stillfreundlicher kommunizieren lernen. Vielen Dank.